In diesem kurzen Video geht es um die summarische Zuschlagskalkulation und zwar werden wir uns da ein Beispiel zu anschauen. Das Beispiel lautet wie folgt. Ein Mehrproduktunternehmen hat im Abrechnungszeitraum folgende Kosten erfasst. Und zwar haben wir da einmal bei den Einzelkosten Fertigungsmaterial gesamt von, in Höhe von 16.000 Euro, Fertigungslöhne insgesamt von 24.000 Euro. Und dann haben wir noch Gemeinkosten. Da gehe ich jetzt nicht auf die Einzelbeträge ein, aber wir haben Gemeinkosten bei den Gehältern und Hilfslöhnen, bei Hilfs- und Betriebsstoffverbrauch, Strom, Gas, Wasser gesamt, Abschreibungen, Zinsen und sonstige Gemeinkosten. Und eigentlich für unsere Aufgabe hier relevant ist nur, dass das zusammen in der Summe 12.000 Euro sind. Und für ein neu zu fertigendes Produkt, dem 100 Euro an Fertigungsmaterial und 180 Euro an Fertigungslöhnen zuzurechnen sind, sollen jetzt die Selbstkosten mithilfe der summarischen Zuschlagskalkulation kalkuliert werden. Und das machen wir jetzt mal. Wir haben hier drei alternative Möglichkeiten, den Zuschlagssatz für die Gemeinkosten zu berechnen. Wir werden alle drei Alternativen durchgehen. Alternative 1 wird sein, rein über das Fertigungsmaterial oder über die Einzelkosten des Fertigungsmaterials als Bezugsgröße. Alternative 2 ist rein über die Einzelkosten der Fertigungslöhne und Alternative 3 ist dann beides zusammengenommen. Sie erinnern sich, für die Berechnung des Gemeinkostenzuschlagssatzes brauchen wir im Nenner immer eine Bezugsgröße und bei diesen drei Alternativen geht es einfach nur darum, welche Bezugsgröße wir denn letztendlich nehmen. Bei Alternative 1, das habe ich eben schon gesagt, berücksichtigen wir die Einzelkosten für das Fertigungsmaterial als Bezugsgröße. Das sind laut Aufgabenstellung 16.000 Euro. Und wenn wir die Gemeinkosten aus der Aufgabenstellung zusammenrechnen, das habe ich eben Ihnen schon mal gesagt, dann erhalten wir 12.000 Euro. Und diese Gemeinkosten können wir jetzt ins Verhältnis zu diesen obigen Einzelkosten von 16.000 Euro setzen, um auf den Zuschlagssatz von 75% zu kommen. Und das ist eben der Zuschlagssatz, den wir erhalten, wenn wir das Fertigungsmaterial oder die Einzelkosten des Fertigungsmaterials als Bezugsgröße nehmen. Bei der zweiten Alternative haben wir als Bezugsgröße die Fertigungslöhne. Die Gemeinkosten sind immer noch 12.000, die erinnern sich ja nicht, dadurch, dass wir eine andere Bezugsgröße wählen. Und wenn wir das ins Verhältnis setzen, das sehen Sie sofort, erhalten wir einen Zuschlagssatz in Höhe von 50%. Und die dritte Alternative ist eben, wenn wir beides zusammengenommen als Bezugsgröße nehmen, also 16.000 und 24.000, zusammen sind dann 40.000 Euro, Gemeinkosten sind immer noch 12.000 und dann haben wir eben ein im Verhältnis von 12 zu 40 oder 30% als Zuschlagssatz. Und jetzt, da wir den jeweiligen Zuschlagssatz für jede Alternative kennen, können wir in die Kalkulation des neu zu fertigenden Produktes gehen. Laut Aufgabenstellung betragen die Einzelkosten für das Produkt 100 Euro an Fertigungsmaterial und 180 Euro an Fertigungslöhnen. Das können wir hier schon mal für alle drei Alternativen festhalten. Das ist unabhängig davon, was für einen Zuschlagssatz wir benutzen. Und was wir jetzt für die Kalkulation machen müssen, ist einfach den Zuschlagssatz auf die entsprechende Größe draufrechnen. Bei Alternative 1 hatten wir einen Zuschlagssatz von 75% raus. Diese 75% beziehen wir eben auf die das war in Bezug auf das Fertigungsmaterial, also rechnen wir dann 75% auf die entstandenen Einzelkosten hier von 100 Euro, um auf die Gemeinkosten zu kommen und erhalten eben 75 Euro als Gemeinkosten. Und wenn wir dann die Einzelkosten und die Gemeinkosten zusammenrechnen, erhalten wir insgesamt Selbstkosten von 355 Euro. So, das ist die Alternative 1. Bei Alternative 2 hatten wir ja die Fertigungslöhne als Bezugsgröße und einen Zuschlagssatz von 50% ausgerechnet. Das heißt, diese 50% beziehen wir dann auf die Fertigungslöhne, erhalten Gemeinkosten dann von 90 Euro und wenn wir dann eben die gesamten
Einzelkosten und Gemeinkosten zusammenrechnen, haben wir Selbstkosten in Höhe von 370 Euro. Dann bei der letzten Alternative hatten wir einen Zuschlagssatz von 30% und zwar bezogen hier oben auf beides, also Fertigungslöhne plus Fertigungsmaterial. Das heißt, diese 30% beziehen wir dann hier auf beides, also 280, und erhalten dann eben Gemeinkosten in Höhe von 84 Euro. Und das alles zusammengenommen ergibt dann eben Selbstkosten in Höhe von 364 Euro. So, Sie fragen sich jetzt, aber welche Alternative wähle ich denn jetzt? Allgemein haben wir gesehen, dass die Gemeinkosten unterschiedlich veranlagt werden können, je nachdem, welche Zuschlagsgrundlage wir nehmen. Das war das hier. Oder besser gesagt, das hier, die Bezugsgröße ist das, was zählt. Und allgemein sollte man bei dieser Art der Kalkulation die Zuschlagsbasis benutzen, die in einem einigermaßen konstanten Verhältnis zu den Gemeinkosten steht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.